Hä? Die Uhr läuft jetzt rückwärts. Und der Vollmond ist wieder da. Ja, wir haben es geschafft, aber was genau wird jetzt passieren? Das müssen Mario, Rabbit Peach und Rabbit Yoshi unbedingt herausfinden. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario und Rabbits Kingdom Battle. Hier auf Katze. Spannend geht es weiter hier im Kampf gegen die bösen Rabbits. Aber wir sollten den Kampf... Der steht direkt hinter Mario. Wir sollten den Kampf auch gleich geschafft haben. Ach so, ich musste nur noch einen besiegen? Hätte ich das gewusst, hätte ich das noch in der letzten Folge gemacht. Naja, geschafft ist geschafft. Und für unser sehr, sehr spannendes Team, bestehend aus Mario, Rabbit, Peach und Rabbit, Yoshi, war das doch ziemlich lustig. Cool. Okay, das heißt, wir können unsere Reise nun von hier aus fortsetzen. Dann laufen wir mal mutig weiter geradeaus und schauen mal, was es hier Schönes zu entdecken gibt. Kürbisse, ach wie schön. Ah, Halloween-Stimmung. Schöne Schnitzereien, das muss ich schon sagen. Habt ihr schon mal an Halloween Kürbisse geschnitzt? Macht unglaublich viel Spaß. Okay, rote Münzen. Schnell, 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 schnell. Nicht am Baum hängen bleiben. Es gibt bestimmt eine schöne Trophäe. Im besten Fall sogar eine neue Waffe für unser gesamtes Team. So, 6, 7 und die 8. Wir haben es geschafft. Da ist eine goldene Truhe. Wir haben eine goldene Truhe, goldene Truhe, goldene Truhe. Okay, jetzt Spaß beiseite. Was ist da drin? Da drin befindet sich... Aha, ich bin gespannt. Brünnhilde. Was für eine coole Bezeichnung für eine neue Ente für Prinzessin Peach. Doch, was ist hier los? Oh, 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 oh. Ein Friedhof. Dort ist es immer kalt und feucht. Und leider müssen wir genau dorthin. Allerdings bin ich verwirrt. Das einzig Interessante hier ist der Uhrturm auf der anderen Seite des Friedhofs. Welcher Uhrturm? Ah, da hinten. Ja, ja, ich sehe etwas. Und ihr bestimmt auch. Ui, spannend. Ist da vielleicht der Endboss aus der Geisterwelt? Wie könnte er uns dabei helfen, den Mond in derselben Nacht zweimal aufgehen zu lassen? Ah, stimmt. Wir müssen ja noch durch das Mondtor. Und dieses öffnet sich ja nur, wenn wir bei Vollmond davor stehen und diese Relikte auf ihren Sockeln stehen. Das tun sie bereits, aber wir haben noch keinen Vollmond. Und das müssen wir wahrscheinlich mit diesem Uhrturm ermöglichen. Oh, wow, 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 erreiche das Gebiet. Ziemlich weit weg, um ehrlich zu sein. Ich bin gespannt, wie wir da jetzt durchkommen sollen. Okidoki, einmal durch die Röhre und ja, ich kann zwar meine Gegner, wenn ich möchte, attackieren, aber es bringt alles nichts. Wovor ich ein bisschen Angst habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, sind A, die Kookiebus und B, die Buhus, denn die Buhus können uns wieder an den Anfang setzen, sodass dieses Voranschreiten hier auf der Karte alles andere als gut verläuft. Oh, und Valkyren sind auch wieder da. Okay, okay, okay. Wir schaffen das schon irgendwie. Dann schicke ich mal Rabbit vorbei. Vielleicht soll ich vorher erstmal meine Waffe einsetzen. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Macht schön Schaden. Einmal drumrum und... Boom! Zerstört leider den Ziegelblock, den ich zu meiner Verteidigung nutzen wollte. Aber halb so wild. Dann schicke ich Mario da durch. Kann hier einmal crashen. Und dann positioniere ich mich... Boah, wie mache ich das denn? So direkt beim Gegner? Ja, komm, dann nutzen wir den Hammer. Und dann könnte die Valkyrie auch schon direkt besiegt sein, mit etwas Glück, so wie ich mir das zumindest vorstelle. Und ja, der Hammer ist eventuell nicht stark genug. Ich probiere es trotzdem. Vielleicht ermögliche ich zumindest den Honig-Nebeneffekt, oder? So. Na, leider kein Nebeneffekt, aber alles gut. Und die Heldensicht ist auch nicht verkehrt. So, dann haben wir hier noch Rabbit Yoshi. Ja, mit Rabbit Yoshi komme ich leider nicht bis zur Valkyrie. Selbst nicht mit Sam Fish. Okay,
Buhus! Also nicht vergessen, Sam Fish ist die Ente von Rabbit Yoshi. Falls ihr euch fragt, wen ich mit Sam Fish meine. Denn die Ente heißt so. Steht da unten immer. Okay. So, es gibt noch einen anderen Weg, den man nutzen könnte, um das Ziel zu erreichen. Uiuiui. Aber ein Geist verfolgt diesen Rabbit. Und ich halte ihn direkt mal auf. So, weg mit dir, mein Freund. Der ist besiegt, glaube ich, oder? Der ist abseits, kriegt nochmal 30 extra Schaden und ist nicht besiegt? Wow, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass dieser Rabbit nicht so viel aushält und dann gleich Geschichte ist. Aber ist wohl alles andere der Fall. Na gut. Oh, ja, 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 der arme Yoshi. Lass ihn bitte in Ruhe, der hat euch nichts getan, ja? Okay, jetzt sind wir aber an der Reihe. Und wir können das Unmögliche möglich machen. Das klingt schon ein bisschen theatralisch. Jedoch meine ich lediglich damit, dass wir hier irgendwie nach vorne kommen. Stück für Stück. Step by Step. Um unser Ziel zu erreichen. Wow, 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 wow. Sehr gut. Und der da drüben ist vom Buhu befallen. Ich weiß nicht, ob ich ihn davon retten möchte. Vielleicht sollte ich ihn einfach ignorieren. Tja, das ist die Frage. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was mit dem Buhu passiert, wenn ich den Rabbit besiege. Verschwindet er dann oder folgt er dann der Person, die am nächsten steht? Ich habe da ein bisschen Angst. Warum komme ich da nicht rein? Ist die Röhre blockiert? Ach, hört doch auf. Oh nee, was mache ich denn jetzt bloß? Vielleicht muss ich doch... Ah, war ja klar, dass es so kommt. Oh nee. Buhu hat mich im Visier. Zumindest kann ich jetzt durch die Röhre. Irgendwas Positives muss es ja geben. Oh, und da vorne oder da oben sehe ich schon leuchtende Rabbit-Ohren. Das kann nur ein Gookie-Boo sein. Okay. Dann stellen wir uns... Ja, wo stellen wir uns hin? Boah. Gute Frage. Da ist auch noch mein Buhu. Und ich bräuchte jemanden, der mich nach oben schleudert. Ich darf mit Mario nicht alleine diesen Parcours laufen. Wenn ich effektiv und effizient hier durch möchte. Na gut. Da unten an der Kante? Theoretisch macht es immer Sinn, oben einen gewissen Ausgangspunkt zu haben. Weil man dadurch auch weniger Schaden bekommt und mehr Schaden ausrichten kann, wenn man von einer höher gelegenen Plattform aus schießt. Leider wird da in der nächsten Runde direkt bei Mario noch ein Buhu erscheinen, aber das muss ich leider in Kauf nehmen. So. Und? Ah ja, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja ganz gut gelaufen. Aber ich muss auf Mario aufpassen. Ich weiß nicht, was noch passieren wird. Jetzt, Gookie-Boo, hallihallo. Ja, natürlich schieße aus nächster Nähe. Wie sollte es anders sein? Hätte ich aber an der Stelle von Gookie-Boo genauso gemacht. Nein, nicht anlocken. Bitte, ich möchte da vorne bleiben. Die Walküre ist nicht so schlimm. Aber auf dem Weg Richtung Ziel warten bereits neue Hasen, die noch aus der Erde kommen müssen. Nun gut. Wie stelle ich mich da am besten hin? Tralalalala. Einfach mal davor. Ich hoffe, ich blockiere damit nicht die Röhre für Rabbit Peach. Viel mehr kann ich jetzt mit Rabbit Yoshi gar nicht tun. Ich bräuchte jetzt auf jeden Fall Rabbit Peach. Oh, ich komme sogar bis zu Mario nach oben. Perfekt. Und dann müssen wir uns in welche Richtung bewegen? Schon links oben. Ich kann aber schon mal da runter gehen. So, probieren wir es mal aus. Das wird schon funktionieren. Nein, wieder ein Buhu. Nein, 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 nein. Och nö. Soll ich zumindest mal eine Maus losschicken? Ja, das macht Sinn. Dann mache ich zumindest mal ein bisschen Schaden. Und boom. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, Schild bringt fast gar nichts, würde ich behaupten. Aber ich kann mal Mario heilen. So. Jetzt könnte ich hier springen und dann locke ich aber bestimmt diesen Buhu an, oder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also einer von den beiden wird jetzt von Buhu betroffen sein. Und es bleibt Rabbit Peach. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht.
denn ich würde vorwiegend mit Mario weiterlaufen wollen. So, jetzt Buhu. Nein! Warum so weit weg? Oh nein, Rabbit Peach ist jetzt wirklich verloren. Ich muss jetzt auf Rabbit Yoshi und Mario setzen, um im Spiel voranzukommen, um das Ziel zu erreichen. Das wird nochmal richtig spannend. Aber gut, bleiben wir mutig und tapfer auf unserem Weg. Zum Glück stehen wir hinter der Röhre, da passiert uns nicht viel. Und ansonsten sind unsere Gegner leider immer noch dran. Nein, das ist natürlich jetzt perfekt für den Gegner gewesen. Und die Walküre ist auf dem Weg zu Prinzessin Peach, also zu Rabbit Peach, kann das sein? Weil die steht ja auch super weit hinten. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ja, es wird immer kniffliger, immer mehr Gegner. Und dadurch, dass ich mich darauf... Oh, wir sind aber gar nicht mal so weit weg. Ich bräuchte aber Rabbit Luigi. Hä? Peach ist ja auch nicht so weit weg. Ah, okay, okay. Ich würde gerne dahin. Das machen wir. Okay. Also wichtig ist es, dass ich meine Charaktere gegenseitig werfe. So kann ich viel Zeit sparen und muss nicht einen umständlichen Weg laufen. Voraussetzung dafür ist aber, dass ich mindestens zwei Charaktere habe, die so weit mit mir laufen. Okay. Also dadurch. Wir nutzen die Röhre, sind hier oben. Spring hier runter. Oh, ich kann da nicht runter. Ja, dann muss ich mich da hinstellen. Geht ja nicht anders. Aber macht das Sinn? Macht das Sinn, wenn da jetzt gleich jemand rauskommt? Wobei ja doch, ich habe ja die Eierschale. Die beschützt mich dann da oben. Dann ist es gar nicht so schlimm, dass ich da stehe. Und ich könnte... Da drüben... Könnte ich da auch Sam Fisch werfen? Oh, hier könnte ich einen besiegen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann stört uns einer weniger. Machen wir das mal. Und boom, besiegt. Das war's für Gookie Boo. Ich setze die Eierschale ein. Und dann bin ich mit der Runde durch. Außer ich möchte mit Mario noch ein paar Schritte machen. So, Peach, Rabbit Peach kann nichts ausrichten. Was möchte ich jetzt hier machen mit Mario? Möchte ich schon mal weiter zu meinen Gegnern oder möchte ich da hinten bleiben? Ja, ich weiß nicht so recht. Aber, ja, ich habe noch die Heldensicht. Die Heldensicht könnte noch ganz spannend und wirksam sein. Wisst ihr was? Ich stelle mich hier einfach mal an die Kante, okay? Dann bin ich auch relativ nah dran. Wobei, Moment, Moment. Ich habe jetzt eine bessere Idee. Stehe ich hier direkt bei meinen Gegnern, weil dann kann ich noch meinen Hammer einsetzen. Ich hätte vielleicht das Schutzschild von der anderen Person erst kaputt machen sollen. Aber was soll's. Das heißt, jetzt geht's nochmal richtig schön eins auf die Mütze, meine Freunde. Und boom! Ja, ist doch nicht schlecht. Okay, mehr kann ich jetzt nicht tun an der Stelle. Jetzt sind die Buhus dran. Bitte, 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 lasst aber Peach oder Luigi in Ruhe, bitte. Es passiert nichts. Sehr schön. Jetzt sind die Gegner dran. Und der macht nichts? Nee, wir fangen da drüben an. Wow, 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 wow! Das war gemein. Aber irgendwie können diese Gegner aus der Geisterwelt keine Raserei nutzen. Ist euch das auch aufgefallen? So, der wäre besiegt. Den haben wir richtig schön durch die Gegend geschleudert. Dank der Heldensicht. Und die Walküre, die attackiert natürlich aus nächster Nähe. Wie sollte es anders sein? Und rennt davon. Halb so wild. In der nächsten Runde kann ich sie mit Raserei gleich besiegen. Dann haben wir das auch schon erledigt. Okay, und da hinten die Walküre. Die kann sich nur neu positionieren. Die kann nicht viel ausrichten. Also die wird uns nicht mehr weiter stören. So, Achtung. Einmal hier rutschen. Besiegt den Gegner zwar nicht ganz, aber spätestens mit Rabbit Luigi sollte ich rüberkommen. Dann springe ich hier hoch. Dann wären wir fast... Ah, Moment, 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 Moment. Kann ich zweimal springen? Ist das möglich? Dann könnte ich ja mit Rabbit Luigi rüberspringen auf Mario und dann auf... Ich bin jetzt... Moment, Moment, Moment. Immer schön mit der Ruhe. Hier hoch, so. Und dann direkt darüber. Ja, aber bringt das viel? Eigentlich müsste ich direkt an die Kante. So, komm, ich mach das mal so.
Vielleicht schaffen wir das sogar direkt. Und der Buhu sollte uns nicht weiter stören, denn der kommt theoretisch nicht mehr zum Zug. Okay, ja, alles paletti. Mario kommt da nicht hoch. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Oh ja, ich habe vergessen, die Raserei noch mit Rabbit Yoshi zu nutzen. Egal, nicht so schlimm. Ich schicke mal eine Maus los. Weil mit Rabbit Peach werde ich jetzt nicht viel machen in der Runde. Außer mich bewegen. Okay. Münzen einsammeln. Und ab durch die Röhre zu Mario. Und... Nee, ich kann leider nicht zweimal springen. Aber schon okay. Dann komme ich darüber. Und in der nächsten Runde kann ich entweder rüberspringen. Muss ich wahrscheinlich auch, weil da ja ein Buhu ist und einen meiner Charaktere mitnehmen wird. Oder aber, ich gehe einfach durch die Rabbit-Röhre. Die führt direkt zum Ziel. Das heißt, wenn nicht alles schief läuft, katastrophal schief läuft, sollte die nächste Runde die letzte sein für diesen Kampf zumindest. Und dann kommt bestimmt wieder ein Rätsel auf uns zu. Okay. Ja, ja, bewegt euch gerne fort. Wie viel auch immer das bringen mag, meine Freunde. Oh, wo ist denn der unterwegs? Oh ja, zu Rabbit Luigi, weil der jetzt fast wieder am Anfang ist. Okay. Halb so wild, halb so wild. Und sag jetzt bitte nicht, dass sich alle da auf den Weg machen. Oh, okay. Interessant. Ein sehr, sehr weiter Schuss. Zieht aber auch nicht so viel ab. Und die Valkyrie, die spaziert wahrscheinlich nur auf und ab. Die macht nicht viel. Also bringt einfach mal gar nichts, dass die Valkyren dort hinten sind. Die hätten sich theoretisch im Laufe des Kampfes mal nach vorne bewegen sollen. Aber ja, ist ja nicht meine Schuld. Und zwei Valkyren mit jeweils einem Buhu. Spannend. Uah. Aha. Triff's mir nicht, triff's mir nicht. Gut. Mehr könnt ihr jetzt nicht machen. Und ich kann jetzt einfach mal ganz mutig zu Rabbit Peach wechseln. Durch die Röhre. Und dann haben wir es geschafft. So schnell kann das gehen. Waren wir schnell genug? Schlacht gewonnen! 6 von 6 Runden. Haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Und es gibt nochmal ein bisschen Energie zurück. Sehr toll. Und Münzen ebenfalls bei der Mondscheinsonate. Cool. Ja, wir haben wieder fast 10.000 Münzen. Oh, wo sind wir jetzt? Das sieht spannend aus. Uiuiui, schaut mal da vorne. Interessant, diese Vorrichtung scheint mit dem Uhrturm verbunden zu sein. Ist das ein Rätsel? Ja, bestimmt, Beep-O. Aber das sieht nach einem sehr, sehr komplizierten Rätsel aus. Egal, nichts ist zu kompliziert für uns, solange wir geduldig sind und uns das Rätsel ganz in Ruhe anschauen. Und da oben ist die Uhr. Könnte man mit dem Zurückdrehen der Uhr den Mond vielleicht wieder an den Himmel zurückzwingen? Hört sich genau nach der unsinnigen Rabbit-Logik an, die in das Pilzkönigreich eingedrungen ist. Und ist daher vermutlich einen Versuch wert. Beep-O, das sehen wir genauso. Okay, wo fangen wir an? Hier gibt es eine Röhre. Das kann ich einfach verschieben. Aber Moment, ich will eigentlich erstmal das Rätsel machen. Wo komme ich denn zum Rätsel? Uiuiui. Interessante Grabsteine hier. Auch so ein kleiner Weg. Bringt aber alles gar nichts. Ja komm, die Kiste machen wir gleich auf, wenn sie eh schon hier steht. Da gibt es verloren im Sumpf ein richtig schönes Musikstück. Und wir müssen wieder mit Statuen arbeiten. Okay. Wieder auf den passenden Sockel setzen. Da hinten ist auch noch eine. Und wir haben Rot, Blau, Grün und Gelb. Was lohnt sich hier? Also, das wird so umgelenkt, dass ich das doch durchaus mal auf Blau positionieren kann. Ja, und ja, die Tür ist aufgegangen. Schaut mal, ich komme jetzt zu dieser Statue. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lenke das wieder um. Rot vielleicht. Ja, Rot und Blau in Kombination ist, glaube ich, nicht so schlau. Grün aktiviert noch eine Statue. Okay, jetzt haben wir sogar schon 3. Und so passiert nichts. Ich muss einmal irgendwo was entfernen und noch auf den gelben Sockel stellen, oder? So, ja, Moment, Moment. Wir machen das so.
Das hat ja nicht viel gebracht. Das stellen wir wieder auf. So, nehmen wir mal grün und setzen hier noch auf gelb. Ja, hat funktioniert. Und der Uhrenturm bewegt sich. Achtung. Okay. Der Mond, er bewegt sich rückwärts. Ja, wir haben wieder Vollmond. Ach, wie verrückt. Willkommen in der Welt von Mario und Rabbids, wo das Pilzkönigreich unglaublich verrückt geworden ist. Wow! Das Mondtor hat sich geöffnet. Und dahinter verbirgt sich, glaube ich, der Endboss, so wie ich das jetzt erkennen kann. Sehr, sehr spannend. Hui. Oh, eine Nachricht. Aha, unser kryptischer Kollege meldet sich, um uns zu gratulieren. Das Mondtor steht offen und Herr Tom Farn wartet. Schon bald seid ihr von der Bildfläche verschwunden. mit von der Bildfläche verschwunden, meinte ich. Ihr seid toll und sollte heißen Glückwunsch. Und mit dem zweiten wollte ich sagen, ihr seid wirklich cool und ich mag euch sehr und ich will nicht, dass euch etwas passiert. Was war das denn? Nun, wie es aussieht, ist unser Abenteuer fast beendet. Lassen wir unseren Retter nicht länger als nötig warten. Ja, Bebo, sehe ich genauso wie du. Okay, also, dann führt uns der Weg jetzt hier rüber. Und hier ist auch noch was. Eine gesperrte Kiste oder eine Kiste, die uns den Weg durch die Röhre versperrt. Schade. Na gut, was soll's. Und da schläft einer. Hallo. Irgendwann wird er den roten Baron noch fangen. Den roten Baron? Vielleicht ein Insider oder irgendwas. Ich muss zugeben, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was damit gemeint war. Und jetzt Bonuswelt, wir kommen! Wow, wie cool. Okay, wir fangen mit Gelb an. Gelb auf Gelb, das ist offensichtlich. Öffnet das Tor. Dann holen wir uns den Sockel, die Statue auf Rot. Dann auf Blau. Dann auf Grün. Wir müssen den Schalter hier aktivieren. Zurück auf Blau und wir holen uns die letzte Münze. Hat doch ganz gut funktioniert. So, jetzt noch auf Rot. Und dann zur goldenen Truhe. Darin befindet sich hoffentlich ein richtig cooler Gegenstand für den Kampf. Blödelbumm. Das ist cool. Also die verbesserte Version von Sam Fisher. Wobei ich die Ente namens Sam Fisher sehr vermissen werde. Fand ich sehr, sehr cool, dass das so eingebaut wurde. Und da wären wir auch schon wieder. Dann geht's hier runter und es wird schaurig und duster, denn der Endboss ist nicht mehr fern. Meine Lieben, tippt hier auf das Video, um was anderes Tolles sehen zu können. Bleibt katztastisch!